Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, was wir unter anderem im Nintendo Shop gekauft haben. Riesige Tüte nebenbei, und die Tüte ist schon natürlich direkt dabei kaputt gegangen auf dem Weg wieder hier zurück zum Hotel. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, kommentiert was für den Algorithmus. Und wirklich, das Abonnieren ist wirklich, wirklich wichtig, denn mein Ziel für 2024 ist, 10.000 Abonnenten zu erreichen, und das schaffe ich nur mit eurem, ja, nur durch euch sozusagen, wenn ihr jetzt ein Abo da lässt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Kommen noch weitere Vlogs. Hier oben sind die ganzen Amerika-Vlogs, Las Vegas und New York 2024. Und ja, wir haben heute ein Nintendo eingekauft, und das ist wirklich, wirklich extrem. Ich meine, guckt euch mal die Tasche an, die ist einfach größer als ich gefühlt. Und wir haben nicht nur das hier gekauft gehabt, sondern noch anderes. Ist ja sozusagen Tag 2 hier in New York, und ich habe schon mal ein paar Souvenirs mitgekauft und ich würde sagen, wir fangen direkt an, und ich hole mal die Sachen raus. Ich habe mal hier so ein I Love New York T-Shirt gekauft gehabt, das haben sich Freunde von mir gewünscht gehabt, habe ich zwei Stück, haben sich Oversize gewünscht, das heißt, ich habe mir zwei größere Größen genommen gehabt. Dann, deswegen werde ich es jetzt nicht anprobieren, das ist nicht für mich. Und dann habe ich hier das noch geholt gehabt, Lifesavers, Valentinstag Edition. Das habe ich auch für jemanden geholt gehabt, aber ich werde es trotzdem mal ausprobieren, ob es nicht vielleicht vergiftet ist, ne? Also, da werde ich es mal ausprobieren. Okay, das sind so Lollis. Okay, da braucht man auf jeden Fall nicht die Verpackung, deswegen kann ich die Verpackung dann wegschmeißen. Und natürlich hier auch, weil Valentinstag ist, kann man die sozusagen verschicken, die Lollis. Lifesavers sind anscheinend hier so Lollipops. Oder sind die Lifesavers Lollipops? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da könnt ihr jetzt auf jeden Fall mal reinschreiben, ob das nur Lollipops sind oder was anderes. Ich werde danach auf jeden Fall noch weiterschauen. Und wir werden mal hier so ein Lolli auf entspannt aufmachen und snacken. Es gibt Whiteberry, Grape, Pineapple und Watermelon, also wilde Kirsche, Traube, Ananas und Wassermelone, und mein erstes ist ein zerbrochenes. Aber passt, ist egal, ich will es ja nur testen, Pineapple. Dann probieren wir mal hier eins. Und die sind richtig geil. Okay, die sind richtig geil. Das muss ich mir aber dann aufsparen für nachher, denn wir haben ja noch mehr hier zu entdecken. Und dann kommen wir zu was richtig geilen, das habe ich mir schon letztes Jahr gesehen gehabt, als ich in Los Angeles war. Und da habe ich so richtig bereut, dass ich es mir noch nicht geholt habe. Und zwar Chick-fil-A Soße, ne? Also super, super nice, dass es hier jetzt Polynesian Sauce. Die habe ich mir einmal geholt. Und dazu natürlich noch hier die ganz normale Chick-fil-A Sauce. Ganz wichtig ist mir für die Leute, die den Vlog von Tag 2 gesehen haben hier in New York. Braucht eine neue Zahnpasta, ne? Braucht man auf jeden Fall. Das habe ich mir, die habe ich mir auch hier in Amerika geholt gehabt. Letztes Jahr schon, als wir in Los Angeles waren. Extra weiß. Und die hat über ein Jahr bei mir tatsächlich gehalten. So, dann habe ich hier auch was richtig Geiles, was ich in Deutschland nicht gesehen hätte, aber erwartet hätte. Und zwar Nutella und Go Brezel Style. Und das will ich auf jeden Fall mit euch ausprobieren. Die werde ich vielleicht mit euch mal in einem anderen Video ausprobieren, wenn wir in Deutschland wieder zurück sind. Da werde ich vielleicht mal Burger machen oder Chicken Tenders oder sonst was. Das werde ich aber dann, denke ich mal, vielleicht streamen. Deswegen schaut auf jeden Fall auch bei Twitch, YouTube, Kick, Facebook, Steam. Da, wo ihr gern Streams schaut, vorbei. So, ich mach's mal auf. Und da ist wie immer ganz normal Nutella und die Dinger drin. Das ist jetzt so eine Brezelstange. Ich bin mal gespannt. Okay. Ich meine, schmeckt gut mit dem Haufen Nutella, was dabei ist. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das ausprobieren wollt zu Hause, kauft euch Nutella, kauft euch Brezelstangen, es schmeckt 1:1 so. Keine Geschmacksexplosion, gar nichts Großartiges. Also, wow. Naja, gut. Wir haben aber noch andere Sachen gekauft gehabt. Wir haben ja unter anderem auch Nintendo Shop Sachen geholt gehabt. Aber bevor ich dazu gehe, komme ich zu was ich sehr, sehr, sehr mag. Und zwar, ich liebe Energy Drinks. Und ich liebe vor allem Monster, und es gibt den normalen Monster in Zero, und es gibt den Zero normalerweise in Weiß, den kenne ich, den habe ich auch in Amerika schon getrunken, habe ich auch in Las Vegas getrunken gehabt,
Und hier gibt es den einfach den normalen N Zero. Und deswegen probiere ich den jetzt mal mit euch, ob das ein Unterschied ist oder ob der Milch nach dem normalen Monster schmeckt. Junge, es schmeckt einfach nach dem genauen normalen Monster, den es ja normale hier so gibt, ohne dieses Zero Zucker. Das ist ja richtig, richtig geil. Das ist sehr, sehr nice. Das ist wirklich, gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. So, dann haben wir jetzt, fange ich mal Sachen an, die ich für mich geholt habe und dann zeige ich dir natürlich, was ich auch für meine Mods gekauft habe. So, ich ziehe mal meine Kappe ab, denn ich habe mir eine Super Mario Mütze geholt. Einfach die echte. Die sieht so geil aus und deswegen musste ich die mir auf jeden Fall holen. Ich lasse die jetzt mal an. Ich mache schon mal das Papier hier drauf weg. Aber das ist ja mal richtig, richtig cool. So, dann habe ich mir das geholt gehabt. Natürlich sind wir in New York und da brauche ich auch einen Pikachu mit einer Freiheitsstatue. Das ist so geil. Das ist so geil. Warte, vielleicht mache ich das als Vlog. Also das wird auf jeden Fall das Thumbnail. Das muss auf jeden Fall das Thumbnail sein. Aber guckt euch mal, ich muss das holen als Souvenir. Ich muss das einfach holen. Es gibt einfach nur zwei Nintendo-Läden und es gibt einfach einen Nintendo-Laden nur in New York und in Tokio. Wir sind dieses Jahr in New York. Nächstes Jahr wollten wir eigentlich vielleicht auf Bahamas, Miami, aber meine Frau und ich haben gesagt, ey, nee, wir werden nach Tokio fliegen. Deswegen freue ich mich umso mehr. Und du bist so ein kleiner süßes Pikachu. Das kommt auf jeden Fall mit nach Hause. Es ist einfach wirklich so schön. So, dann tue ich das mal hier mal vielleicht das. Obwohl, nee, weißt du was? Ich lasse es. Das ist vom Original Pokémon-Center. Das lasse ich dran. Es kommt genau so in den Koffer. Aber ich finde es so süß. Und generell die Plüschis, die dort im Nintendo Shop waren, die waren so schön. Wenn ihr es nicht gesehen habt, wirklich schaut Tag 2 des New York Vlogs an. Dann habt ihr es nicht verpassen. So, und dann habe ich mir was geholt gehabt. Ich würde sagen, machen wir erstmal Pokémon durch. Und dann kommen wir zu den anderen Nintendo Games. So, ich habe mir einen Pokémon Pullover geholt. Der sieht so schön aus. Ich blende es mal ein, wie ich den anhab. Und dann hatte ich mir auch noch was Cooles geholt gehabt. Und das war, ey, ohne Witz, ich verfolge die auf Instagram. Und als sie angekündigt haben, dass die es im Pokémon Center haben, also im offiziellen Pokémon Shop, dachte ich mir, oh mein Gott, ich muss holen. Aber es war so teuer. Hat über das Doppelte gekostet oder Dreifache gekostet, für was ich es mir jetzt geholt habe. Immer noch ein bisschen viel Geld, meiner Meinung nach, aber ich wollte das T-Shirt haben, denn es ist ein fucking originales Team Rocket T-Shirt. Wie geil ist das denn? Ein richtig originales Team Rocket T-Shirt in Größe XL, Oversized. Es wird sehr, sehr nice aussehen. So, dann hatten wir Pokémon fast durch. Ich zeige doch, was ich jetzt für die Mods geholt habe, und zwar für den lieben Zilker Eintrittnis. Gengar aus dem originalen Pokémon Shop. Hier ist auch original Pokémon Center. Ne? Das ist richtig schön und natürlich auch, weil es sich der liebe Jojo gewünscht hat. Er ist ein riesen Hydropi-Fan. Guckt euch den Fratz an. Guckt den euch einfach an. Also ohne Witz, die sind so super cute und vor allem, also ich liebe Gengar, ja. Also wie kann man Gengar nicht lieben? Aber guckt euch dieses Hydropi an. Das ist so cute, ist einfach so mini und so süß. Ich war wirklich davon überlegen, ob ich mir alle Wasser-Pokémon hole. Ich liebe ja Wasser-Pokémon, aber es sieht so süß aus. Hydropi ist schon ein süßes Ding. Gut, ich hoffe, die werden sich freuen. Ja, aber das war's mit Pokémon-Dingern, also mit den Pokémon-Sachen. So, dann habe ich mir hier ein Animal Crossing T-Shirt geholt. Und als ich es gesehen habe, musste ich es auch kaufen. Es ist einfach ein Tom Nook T-Shirt. Ja, jeder, der es hier kennt, Animal Crossing kennt, kennt das T-Shirt. Und das fand ich so schön und deswegen musste ich es einfach kaufen. Hier habe ich plötzlich wie immer ein, wie ich es anhab. Also es war es einfach wert. Es war es einfach wert. Originals Nook Shirt. So, dann kommen wir zum Final Piece. Ich habe es gesehen, als ich in den Store kam als erstes und dachte mir, boah, ja, für das Geld will ich es mir nicht kaufen. Aber dann dachte ich mir, ich bin hier in New York, ich werde mir keine anderen Klamotten kaufen, weil meiner Meinung nach kann man die sich auch in Deutschland kaufen. Dann dachte ich mir, vielleicht will ich es mir doch holen und es ist ein Pullover und von der Qualität ist der auch sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mir einen Mario Kart Pullover geholt. Das heißt, wenn ich mit den Jungs Mario Kart demnächst zocke, werde ich
das Outfit hier anhaben. Ein rotes Mario Kart Pullover, ja, auch mit einem Mario 64, also Mario Kart 64 und mit den ganzen Cups. Das sieht sehr, sehr nice aus. Ich blende zum Beispiel immer alles ein, wie ich das auch anhabe. Und es wird geil. Also ist jetzt schon mein Favorit und mein Lieblingspullover. Und ja, das war's dann auch alles mit den ganzen Hauen. Ich werde auf jeden Fall die Tage nochmal zum Nintendo Store gehen. Natürlich wegen der neuen Tasche, Kappa. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wirklich, mein Ziel ist 10.000 Abonnenten dieses Jahr zu erreichen. Schaut auf jeden Fall euch die anderen amerikanischen Vlogs an. Da sind Las Vegas Vlogs, New York Vlogs, Hauls werde ich separat in der Playlist reintun, damit ihr auch seht, was ihr mir alles gefilmt habt in Amerika. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Adios, amigos. Ciao, ciao.